Freie Fahrt auf der Potsdamer Straße in Teltow. Nach 16-monatiger Bauzeit ist der Verkehr auf dem 625 Meter langen Straßenabschnitt zwischen Puschkinplatz und dem Anschlussbereich nahe Rohlsdorfer Platz seit dem 28. Januar wieder in beide Richtungen befahrbar. In 4 Bauabschnitten wurde seit September 2013 die Straße komplett saniert. Nachdem die Strecke die letzten 20 Jahre lediglich punktuell mit Dünnschichtbelag ausgebessert wurde, mussten neben der Fahrbahn auch Leitungssysteme umfangreich erneuert werden. Die Kosten betrugen ca. 2,3 Millionen Euro. 1,3 Millionen Euro aus Mitteln der Stadt und 1 Million Euro im Rahmen einer Förderung durch das Land Brandenburg. Je nach Witterungslage finden bis Ende Februar 2015 nur noch kleinere Arbeiten an den Straßenrändern statt. Zu weiteren Sperrungen wird es allerdings nicht kommen.